Der direkte Weg ist nicht mehr der beste, ne? Ja, der direkte Weg ist halt doch nicht immer eine Gerade. Scheiße. Okay, die sind nett. Okay. Wir müssen da in die Grube. Dann mal rein da. Juhu. Ach, ich bin aber immer noch genial, wie sie die Animation bearbeitet haben. Von den Nahkampfangriffen. Noch ein Quest voraus. Hier schon wieder? Glaubt ihr wirklich, mich mit der Legion an meiner Seite schlagen zu können? Gebt einfach auf! Die Knochensprecher werden niemals zulassen, dass ein Außenstehender für würdig befunden wird. Okay, welche Ritualsteine? Ah, sind auch markiert. Man merkt, es wird später und es wird ruhiger. Ja, definitiv. Also mein Hintern tut weh. Ja, das Sitzen wird langsam echt unbequem. Da drinnen ist was. Ja. Ah, die Ritualsteine. Und noch ein Knochen. Vom Gegner. Die Geister dienen meinem Willen. Ah, hier da hinten. Hier, was hatte ich fast übersehen? Was? Kann ich doch. Ich bin fast durch. Und ja, da kommt er. Ach, verpiss dich doch. Verende qualvoll. Ich muss näher ran. So, wo ist das Ding für die... Ich find's echt super, als ich ständig was für meine Waffe kriege. Hm. Ah, dann sind noch mehr Knochen. Ihr könnt niemals bestehen. Ach ja. Ich glaube, heute kriegen wir das Gebiet nicht mehr fertig. Nee, definitiv nicht. Oh. Ist aber auch gar nicht mehr so schlimm. Hat man länger was von. Oh, da liegt wir was im spielen ja auch schon echt eine halbe Ewigkeit dran. Hier liegt was. Okay, ist ein kurzzeitiger Buff. Nichts Relevantes. Die haben mit ihrem Fest auch für die Krähen. Die mögen ja wirklich, weiß ich doch. Stete Tropfen, heute bleiben die Halle verschlossen. Ich bin außer Reichweite. Ach ja, ach ja, ach ja. Onkel.
Habt ihr hier oben auch Knochen? Oh Mann, nee. Ist so doof, eine Treppe hochzugehen. Ist aber auch komisch, die Treppe. Ich hab mir einen Stein geschlagen. Oh Mann. Jetzt brauchen wir noch die Ritualsteine. Zwei Stück. Und die Knochen. Ich will nur mal einen Blick hier runter. Alter, Blizzard, was hast du getan? Da drüben sind Knochen. Oh, nein, was mache ich denn da? Nein. Ich hab dich. Ich dachte schon, ich falle jetzt hier runter. Das wäre ein bisschen lustig gewesen. Fände ich jetzt nicht so, aber gut. Oh, ich hab Kugel. Oh, schon wieder. Ich hab Kugel schon nicht. Ich werde echt langsam gerade mit der Rota. Ja, guck auf die Uhrzeit, ne? Ich habe auch nie verstanden, warum Leute Mitternachts-Raids machen. Oder Nacht-Raids. Mein Charakter hat gerade ungefähr 20 Minuten gebraucht, das Ding zu looten. Ich hab's gesehen, das ist das. Ich dachte gerade schon, okay, jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich Hoiker. Hoiker sind raus. Nee, nee. Du bist noch drin. Aber ich merke, dass ich gerade extrem langsam werde und extrem unkommunikativ. Tröste dich nicht immer so, dass ich dann dir. Ja, ich weiß. Wisst ihr, der Amit hier, der versteht nämlich keinen Spaß. Doch, aber die meisten Leute verstehen meinen Humor leider nicht. Du verstehst auch keinen Spaß. Guckst du nach Schätzen? Ja. Ich glaube, es wäre jetzt zu einfach, wenn hier auch einer drin wäre. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich zu simpel. Man weiß ja nie. Netter Ball. In manchen Kämpfen habe ich dir gegenüber den Nachteil, dass ich casten muss. Ja, bei den kurzen Kämpfen bin ich teilweise schneller. Aber dass die Kämpfe ein bisschen länger dauern, dann bist du sowas von mir im Voraus, weil ich so lange CDs habe auf die Kampffähigkeiten. Oder ich caste einfach, nehme einfach den kürzeren Cast. Oder so. Die Macht der Götter und euren Schick meinen Headcross. Oh, warte mal, ich hab noch einen. Einer, ihr habe ich noch. Lässt den Mond fallen? Ja, ich brauche ein Ziel. Ja, ich geb's nicht auf. Jetzt müsste ich mich gerade schon selbst heilen. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, da oben ist ein Schatz. Meine Waffe freut sich. Oh, meine auch.
Es waren zwar nur 10, aber es waren 10. Weil wir waren 20. Ich hasse die Treppen hier. Oh ja, oh Gott. Sie hassen mich. Ich bin gut auf Gegenseitigkeit. Okay, was ist unser Quest jetzt? Ich verliere langsam zu viel Tempo. Wirklich? Ja. Oh, da musst du vielleicht was gegen machen. Kann ich dann überlegen, ob ich das Item überhaupt ausrüsten soll? Ah, ich glaube nicht. GS ist ja nicht alles in der Levelphase. Zwei dumme Eingedanken. Ja, warum durchkämpfen, wenn man die Abkürzung nehmen kann? Weil wir nicht kämpfen müssen. Hier ist alles tot. Oh ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ich lese mal kurz den Questtext. Glaube. Da unten ist ein Schatz. Okay, Vorrang. Ach, verdammt. Ich war gesagt, danke. Oh ja, er ist recht. Wie viel hast du gekriegt? 75? 20. Okay. Ich dachte, ich hätte schon wieder nur 10 bekommen. Das sieht nicht nach dem aus, was wir brauchen. Weiß ich nicht. Du wolltest den Questtext lesen. Ich glaube, wir müssen hoch. Oben lag hier diese Leiche eingebuddelt. Also dieses riesige Ding da. Moment, ich lese mal. Weißt. Das ist ein Portal. Das ist hier diese erste Inni. Echt? Das ist eine Inni? Ja. Cool. Das dürfte dann Hallen der Tapferkeit sein. Nee, Hellheim. Ja, Hehl. Weil geht ja nach unten. Ja. Ich würde mal sagen, ich guck mal draußen. Ach, komm mal mit. Hat sie erledigt. Okay, ich hab's. Randomness. Okay, das ist dann da vorne gewesen. Über dem Inni-Eingang. Wie schnell ist denn dein Hirsch? Nicht so schnell wie dein Pferd. Ihr habt die alten Bräuche entweiht, Mystiker. Der Gottkönig ist der Hallen der Tapferkeit nicht würdig. Ihr wollt mich aufhalten? Champion, vernichtet den Mann! Ja, und ich erkläre euch meinen Segen. Ihr wollt mich aufhalten? Nehmt mal diese dummen Sprüche. Was wollen wir denn sonst? Kann ich halt schon mal suchen. Oh. Doch nicht, bringt nix. Kann die angreifen? Ah ja, ich kann die vernichten. Ihr wart ein Narr, euch einzumischen. Schneider, wen marschiert ihr? Zeigt dem Feigling, was Tapferkeit heißt! Thank you.
Okay, zocken wir langsam echt schwer haben vor Zeit. Was? Nein! Diese Macht ist zu stark! Du musst wiggeln! Wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle! Geht nicht. Ich kam. Ihr habt euer Schicksal besiegelt, Schildmaid. Ihr und dieser Fremdling. Genießt eure ewige Verdammnis. Hellhäume erwartet euch! Was? Was? Geht... was? Yay, Innie! Und ich dachte jetzt schon irgendwie... Es tut mir leid. Ich habe unser beider Schicksal besiegt. Das ist Heel. Also... Okay. Weiter geht's. Ich hab mir Heel immer schlimmer vorgestellt. Wo geht, ist Morkai? Geht hinten, ist ein großer... Zweiköpfiger Wolf? Nein. So habe ich mir Heel nicht vorgestellt. So, wollen wir sagen, dass wir das hier ab hier morgen weitermachen? Weil ich finde, das ist eine mega coole Szenerie. Weil guck mal da vorne. Meinst du wegen diesem Tentakelmonster? Ja, vor allem wegen dieser riesen Kreatur in der Mitte von den Tentakeln. Ja, das Tentakelmonster. Ja, das meine ich. Meinst du, wie die Tentakeln gehören? Ihr. Gut, aber ich würde auch... Ah, das ist eine Hydra. Das kennen wir, ne? So, ich würde sagen, dass wir für heute hier erstmal beenden. Wir nehmen wahrscheinlich später nochmal auf. Also später am Tag. Später am Tag, genau. Wenn wir uns irgendwie wieder aus dem Bett gequält haben. Ja, ich werde wahrscheinlich früh aufstehen, weil ich will noch was rendern, damit wir schon die ersten Folgen morgen raushauen können. Also später. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir weiterhin in Legion vorankommen, spielen. Ach, Entschuldigung. Voranschreiten. Voranschreiten, genau. Es ist schon spät. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber wir wollten das einfach nicht nehmen lassen, direkt zum Release immer fast 5 Stunden reinprügeln. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei uns verlorenen Seelen hier in Helheim. Wir spielen immer noch World of Warcraft Legion und wir fangen da an, wo wir, ja, ich glaube vor ungefähr, 11 Stunden aufgehört haben zu spielen. Ja, das passt schon so ungefähr. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren in Helheim stehen geblieben und ich denke, du musst einen Quest abgeben, den ich schon abgegeben habe. Ah, okay, gut. Dann mache ich das mal. Mein Fuß fühlt sich komisch an. Ja, meine auch. Irgendwie... Erinnerst du dich an die geprellte Stelle? Ja. Ja, ich spiele sie gerade wieder. Was ist bei den Verfluchten? Okay. Hast du jetzt auch 2 Quests wie hier? Ja, ich glaube schon. Okay. Oder? Habe ich nur 1? 2? Habe ich nur 1? Ich habe 2. Gut, dann lass uns mal loslegen. Juhu! Und lass uns mal, bevor wir die Quests abgeben, hier die ganzen Ziele beenden. Hey, hey, bei mir läuft gerade sehr, sehr... Es ist auch gerade mega viel los hier. Oh, Moment. Lasst mich ein! Seetang, hey! Okay, Knochen. Echt creepy hier unten, ne? Nur ein
bisschen. Ein ganz klein bisschen. Na gut, ist ja im Prinzip die Hölle, ne? Hier. Ja. Die nordische Art von Hölle. Gegen Seetang. Nur um das nochmal eben anzumerken. Du hast recht. Oh, hier ist Seetang gespawnt. Ich werde in eurem Blut baden. Ich brauche. Ach Gott. Geht doch. So, wir haben mit beides eine Nacht drüber geschlafen. Dein Fazit zu gestern Abend. Mega genial einfach. Auf jeden Fall, das ist auch meine Meinung. Sagt der noch, wer weiß, wie viele Charaktere mal eben. Zwei. Ja. Ich habe vorhin zwei weitere Klassenhallen freigespielt. Ich bin derzeit geschlafen, damit ich für die Aufnahme ausgeruht bin. Ja, ich kann momentan eben nicht so lange schlafen. Auf die Viecher brauche ich gar nicht casten. Die haben auch fast kein Leben, wenn ich das richtig sehe. Okay, wir sollten auf jeden Fall das Bonus-Ziel zuerst mal beenden. Ein weiteres Geschenk für Helia. Bin außer Reichweite. Ich mach einfach nebenbei die Quest, das passt dann schon. Geht das? Ja, das geht. Ja, auch Mounts gehen nicht. Gehen hier unten drin, wo immer man noch ist, ne? Du bist in der Hölle. Nie verlassen! Ich muss näher ran. Ich hab's Geräusch eines Ramops bei dir vernommen. Ja, er heißt Fenri. Wo ist denn Fenri? Fenri ist tot. Alter, geh mal schnell. Nee, ich hab Fenri einfach nicht mehr auf der Karte gehabt. Alles klar, hier lang. Jetzt ist Fenri tot. Mhm. Ja, er kommt schon wieder. Die spawnen relativ schnell wieder nach. Ich wüsste gern, wo der war. Ah, hier. Fenri. Interessanter Gegner. Auf jeden Fall. Ich bestaune gerade seine Überreste. Was bist du? Das sieht aus wie ein Wolf. Eigentlich dürfte jemand wieder spawnen. Die haben keine lange Respawn-Zeit. Ich will jetzt nicht campen. Das ist ja eh schon so mega gut. Ja gut, das stimmt wohl. Der ist ja wieder. Ist auch schon halb tot. Hat echt nicht viel Leben, ne? So, Hut im Ring. Ja, das ist ein Höllenhund. Mit ganz, ganz vielen Köpfen. Yeah, Ordensressourcen. Und ein Schmuckstück. Und, ich habe ich jetzt nicht gehabt. Und was für die Waffe? Das habe ich auch nicht gehabt. Bling, Waffe freut sich. Toll. Da ist noch was. Verdammt. Ich will jetzt nicht Pisser sagen, aber ne, ich hab's doch gesagt. Alles so voll hier, ne? Ja. Bonus hier wird so echt schwer. Lasst mich ein!
Dich nehme ich mit. Oh ja. Wieder was für die Waffe. Du kommst ein bisschen besser voran mit der Waffe, glaube ich. Ich habe keinen Sinn. Wir müssen ja noch die Tank sammeln. Ja, ein bisschen. Okay, noch 54%. Nö. Kann man nicht anders sagen. Das ist zu weit entfernt. Eure Knochen werden mein Schmuck sein. Ach du kleiner Sack. Mein Gott. Dumme Ratte. Alles haben sie im Spiel privatisiert. Nur sowas. Das mal wieder nicht, ja. Sowas natürlich mal wieder nicht. Ich glaube, endlich mal wieder einen Käfig aufgenommen. Am besten campt man so einen Käfig, ganz im Ernst. Ich habe auch noch einen aufzumachen gerade. Und noch einen. Ich kann jetzt zwei Käfige gleichzeitig campen. Ja, das ist. Ich meine, das machen vielleicht andere, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu kette. Nehmen wir, was wir kriegen können, wa? Ja, wo ziehe ich den? Wir rennen einfach zu viele Pisser rum. Vielleicht sollte man doch campen. Nicht so, dass ich schon wieder eine ganz gut. Perfekt. So, und wieder einer. Das Problem ist, es gibt doch irgendwie nichts anderes wie die Punkte, kann das sein? Ich hab auch nicht, hab's nicht ganz verstanden, wie es geht. Ja, es ist wirklich unfair, ich kann hier echt zwei Punkte gleichzeitig abgreifen. Ja, ich leider nicht. Bei dem Moment, in dem ich mich umdrehe, ist da ein Arschloch und macht den zweiten Käfig auf. Aber hier bin ich jetzt schon bei 66%. Ich muss näher ran. Jetzt habe ich beide erwischt. Super. Okay, das ist jetzt echt. Ich glaube, das liegt aber daran, dass das Gebiet so klein ist. Ja. Ist ein bisschen selber laufen. Du bist genauso weit wie ich, ne? Knapp 90% jetzt. 89. Nee, Gruppe. Ja gut, jetzt sein können, dass du zwei weg. Ah ne, du bist fast neben mir. Oh, Arschloch. Brenn doch in der Hölle. Ja, da sind wir schon mal richtig in Ordnung. So, noch zwei Käfige. Noch ein. Ich hab ihn. Ja, du hast ihn auch schon. So, Campen beendet. Dann können wir jetzt Quests abgeben gehen. Genau. Ihr könnt nicht entkommen. Mal hier hochflitzen.